Willkommen zu Let's Play GTA 5, Part Nummer 50. Hey, kleines Jubiläum. Ja, gut. Sind wir, Michael? Und im letzten Part habe ich mich ja relativ schwer getan, abzuspeichern, ne? Wir mussten vorher noch eine Mission anfangen und die Mission zu Ende machen und das ging dann alles knapp noch eine halbe Stunde. Wir waren ja beim Militär und haben dieses Testobjekt aus dem Meer gefischt mit dem Tauchboot und mit dem Helikopter. Und das ganze Ding hatte, glaube ich, einen Wert von 20 Millionen US-Dollar. Und Trevor hatte schon Verkäufer, aber Arschlecken. Also Wert null für die ganze Aktion. Ist mein Gärtner da? Das hat sich verdammt danach angehört. Läuft gerade keine Musik. So, ich fahre B. Wer ist B? B, B. Das sind Verrückte und Fremde und Freaks. B. Federal Investigation Bureau. Genau. Da begebe ich mich jetzt mal hin. Da muss ich knappe 4 Kilometer für fahren. Kein Problem. Ich habe ja den perfekten Fahrstil. Da wurde ich ja schon mal für gelobt. Ja. Moment mal. Eben auf die... Boah, das Auto... Das nicht. Ich will das Auto haben. Scheiß auf den roten hier. Den will ich haben. Was für Musik. Boah, das ist doch das richtige Auto für mich. Vor allen Dingen für mich und meinen Fahrstil, ne? Ah, das war ein Hydrant. Boah. Kommen wir jetzt an einem Friseur vorbei, aber Friseur brauche ich nicht. Ich sehe immer gut aus. Im Spiel wie im realen Leben. Immer sehe ich gut aus. Das wisst ihr bestimmt. Beziehungsweise die, die mich kennen, wissen, dass ich immer blendend aussehe. Warte, wie zeige ich nochmal den Mittelfinger? Wie war das nochmal? Nee, Y ist aussteigen. B, Kinokamera. A nicht. Da war Radio. Runter war Charakter. Handy. Naja. Anscheinend kann... Aber ich bin wahrscheinlich wieder mal... Natürlich war falsch hier. Ja, ja. Ah, toll. Wegen dem hupenden Vollidioten da. Aber es hat Michael wunderbar gelöst. Mein Navi ist natürlich das Beste. Das schickt mich natürlich auf die Autobahn, also auf den Highway, dass ich dann da drehe. Ist natürlich... Das macht mein Navi auch andauernd. Andauernd sagt das auf der Autobahn, bitte umkehren. Obwohl, das ist mir letztens wirklich passiert. Da war ich im Moviepark und das Navi meinte auf einmal, bitte, bitte wenden. Bitte wenden. Hier bin ich falsch. Bitte wenden. Hoppala. Aber gegen meine Fahrkünste kommt natürlich... Hallo? Ich wollte schon sagen, das Navi hat nämlich falschen Weg angezeigt. Noch 900 Meter. Läuft bei mir, ne? Boah, hier ist ja Stau. Aber natürlich ohne auch nur ein Auto zu berühren, schlängle ich mich hier durch. Oh, tut mir leid. Genau, hey, my car! So, bin ich mal gespannt, was der Herr von uns möchte. Da muss ich hin. Wen haben wir denn da alles? Wichtige Leute. Alright, the fuck is this bullshit?
We handled your little immigration problem, whatever the fuck it was. We're straight. Oh, absolutely, yeah. You killed people, you tortured people, committed a litany of other crimes. Oh, we're so straight, you and me. We're arrows. Davey, you can't do anything about this fucking turd? Yeah, Dave. What can you do about me? Here's Trevor. Get right! Looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying... Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. So, geht's mal los. Der mit dem Trevor. Also erstmal den richtigen Sender. Verlasse das Gebiet. So, wohin geht's denn jetzt? Wenn ich jetzt hier runterfahre, ist das bestimmt die falsche Richtung. Hallo. Ja, speichern. Natürlich. Konferenz. Alright guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. The garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot, and make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dawg. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. Alles klar. What's up, y'all? It's your partner, Big Boy. That's right, we banging. Ist das nur ein Ding für Trevor oder kann ich auch mal endlich wieder mit Franklin spielen? Das ist die Frage, ne? Die Frage aller Fragen. Oh. Fuck those dudes. Ah, geh doch mit ihm. Dieses Fahrzeug gehört Franklin und ist Fluchtfahrzeug ungeeignet. Er ist zu langsam. Ich brauche so einen Supersportwagen. Am besten so ein Audi. Ach, guck mal.
Was haben wir da? Nee. Machen wir hier so Fahrzeugbeschaffungsmaßnahme. Wir müssen hier zu Michael fahren. Zu Michael nach Hause. Da hoch. Hier irgendwo hin. Da stehen nämlich immer schicke Kisten. Auch viele Audis und BMWs. Und irgendwas wird uns da schon gefallen. Ich hab recht, ne? Ich hab immer recht. Und da soll sich irgendjemand nochmal über meinen Fahrstil beschweren. Geht doch... Ah, nee. Es geht doch perfekt. Nö. Suchen wir nochmal ein bisschen weiter hier. Oh, ich wollte ihn eigentlich gar nicht erschießen. Komm, jeden Tag eine gute Tat. Vor allen Dingen mit Franklin immer. Hi. So, hier, bitteschön. Da hast du es, Süße. Na, nicht Süße. Wo ist mein Moped? Da hinten steht's. Ich muss nämlich noch das Fluchtauto besorgen. Dieses Auto eignet sich als Fluchtfahrzeug. Nein, ich bin... Boah, was Schnelles, ein schnelles Auto. Kein Motorrad. Was richtig Schickes. Ich dachte, ich bräuchte einen Viertürer als Fluchtfahrzeug. Nee. Ah, ich kann nicht drüber fahren, schade. Hier sieht es ja alles wieder reich aus, aber anscheinend haben die Reichen hier keine Fahrzeuge, keine vernünftigen. Was steht denn da vorne für ein? Nein. Jetzt regnet das auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwas? Nö. So, den Wegpunkt kann ich erstmal wegmachen. Beziehungsweise kann hier unten einen hinmachen. Barry? Da muss ich gleich sowieso hin. Aber erstmal brauche ich ein vernünftiges Fluchtauto. Ist das ein Sport oder ein Supersportwagen schon? Ein Sportwagen. Obwohl. Den will ich haben. Oh, da, den weißen. Den R8 will ich. Platziere es abgelegt und wähle Fluchtpunkt markieren. Wo ist denn der Fluchtpunkt? Also der Treffpunkt. Wegpunkt, Tattoo-Studio, Kino.
dieses Fahrzeug eigentlich hat, platziere es an einem abgelegenen Ort, wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Ach so, ja. An einem abgelegenen Ort. Gut. Vielleicht im Parkhaus? Obwohl, ich weiß wo. Bei mir oben am Haus da in der Nähe. Dahin. So. You're an asshole, driver. Tut mir leid. Habe ich hier eigentlich einen Sportwagen oder einen Supersportwagen? Ein Sportwagen. Aber reicht ja. Es ist ein schöner R8. Ein weißer. Wie kann ich denn hier Dach aufmachen? Ach, Barry war der Junkie, ne? So, hier oben muss ich irgendwo einen abgelegenen Ort finden, um das Auto zu verstecken. Suchen, weiter nach oben. Aha. Irgendwo hier. Hier. Verstecken wir den mal hier. So. Kontakte. Michael. Der Ort ist auf einer Straße. Fahr ich nur weiter hoch. Jawohl, dann nehme ich direkt den hier. Scherzanruf bei Michael. Fährst du mal bitte, ich muss hier durch. Danke. Ah nein, jetzt werde ich besucht. Kann ich hier? Nein, die kommen. Bleib weg von mir, bitte bleib weg von mir. Bitte findet mich nicht. Gut, der ein... die fahren beide runter. Die fahren zum Geschehen. Toll, jetzt haben die mich. Jetzt haben die Drecksäcke mich. Ich weiß nicht. Können die das hier auch? Woohoo! Toll. Gib mir dein Auto. Ja, den kann ich doch direkt wieder nehmen. Oh nein, da oben kommt einer. Direkt hier runter. Tut mir leid.
So, jetzt aber. Jetzt muss ich einfach nur einen Platz finden, wo ich das Auto hinstellen kann. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Was haben wir denn, wenn ich hier runterfahre? Ach guck mal, hier kann ich das hinstellen. Ja, stelle ich das direkt hier hin, ne? Michael. Fluchtpunkt markieren. Hey, I got a ride for our getaway, homie. Well done. Where's it stored? Vinewood Hills. Alles klar.